Hallo und willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar The Uncertain Light at the End. Worum es in diesem Spiel geht, entnimmt ihr bitte in der Videobeschreibung, da ist halt alles beschrieben. Und ich würde sagen, legen wir einfach los. Let's go! Midway through the 22nd century, robots developed and maintained by the USS Corporation suddenly turned against humanity. They flooded the water supply with harmful nanites, sending most of the population into a coma-like state. These countless men, women, and children were loaded into transport shuttles and whisked away. No one knows where. No one knows why. More than a year has passed since the incident. Those who managed to evade the robots' clutches scavenge the now silent cities. Mechanized police and drones search relentlessly for any remaining signs of life. Even most domestic bots now report humans on sight. Under USS Corp's watchful eye, a new robotic civilization is emerging from the ashes of the old. In the face of encroaching extinction, the few who remain fight to survive, searching for the reason behind humanity's fate and clinging to the hope of better days ahead. New Game Order präsentiert. The Uncertain Light at the End. There's no time, Em. Saw some cops down the block. Probably the neighborhood patrol. Have you got the list? No, but we know what we need. Vera was up all night. If we don't find something to break the fever, sooner or later, someone's gonna hear her crying. That's priority number one. Brian still isn't sleeping, and Alex's leg is making him even crankier than normal. We should find something for them too. Definitely. We'll cover more ground if we split up. Let me know what you find. You got it. Okay, dann wollen wir mal Interaktionen. Nähere dich dem aktiven Punkt und wähle eine Aktion aus dem Pop-Up-Menü aus, in dem du die linke Maustaste gedrückt hältst und den Zeiger bewegst. Ja, das kenne ich schon alles. Aber mir fällt gerade auf, der Ton könnte noch ein bisschen höher. Aber so, dass mir die Ohren nicht wegfetzen.
Erinnert mich so ein bisschen an Detroit auf der PlayStation und so ein bisschen an The Last Part. Ist genauso fast aufgebaut. What I'd give to just charge it one last time. It's some cable. Ein Kabel können wir doch mitnehmen. Weil könnte es sein. Nehmen wir einfach erstmal mit. So, what have we got here? Ah, hier ist noch so ein Roboterbild. Employee auf der Mond. Also Monat, nicht Mond, sondern Mond ist der Monat. Wahrscheinlich Mitarbeiter des Monats. Nope, not the time, Emily. Ja, vielleicht übernimmt dann später mal in 50 oder 100 Jahre. Die Roboter, die Arbeit. Ist ja im größten Teil schon so. In der Autofabriken und woanders sind ja im größten Teil nur noch Maschinen. I can't get this open on my own. Maybe the fire alarm? Nope, bad idea. That would bring a lot of unwanted guests. Jo, das wollen wir natürlich nicht und hier komme ich nicht rein. Nope, not the time, Emily. We're not finished here. This isn't just any old supply run. We have to find something for Vera's fever. Ja, okay, dann suchen wir mal weiter. Am besten gleich rausrennen. So, aber hier haben wir vielleicht was. Whoa, that's a lot of drugs. I don't know what they're all for, but I gotta find something for Vera's fever. And I'm guessing it's in that case. I hate to admit it, but if Matt were here, he'd figure something out. Ich würde einfach alles mitnehmen. There's gotta be something for Vera's fever inside that case. The only way to find out for sure is to move that shelf. Somehow. Definitely not moving it on my own. Park, give me a hand over here. Sure thing. Also wir brauchen unbedingt Medikamente, weil da ganz großen, starken Fieber hat. The cops will hear it. Need to find another way. Ideas? This thing's way too heavy for us to lift on our own. We might have better luck if we had some kind of a lever. Let's take a look. Could be some tools I can use. Das sieht so aus wie eine schöne Eintrittskarte für uns. Schlüsselkarte. Wem haben wir denn hier? Dr. Jess Malin. Chinese. Damit kommen wir dann bestimmt in die Räume hier. Lock it. Unlock it. Manager. Nice room. Batterie. Was ist denn das da unten? Ist das eine Uhr? Wenn ja, sieht so stylisch aus. Gut, das könnten wir nicht gebrauchen. Schlaftabletten. Hier könnten wir das Kabel verwenden, was wir hier gefunden haben.
Und das könnten wir doch gleich... This thing was a relic even before the incident. So I guess I shouldn't be surprised it's not working. Das direkt am Computer anbringen. This could show me something useful. If I can fix the rest. Echt? Fehlt da noch was? Maybe I can get it running. Looks like a few parts are missing. Also es scheinen noch ein paar Teile zu fehlen, okay. What's left of humanity is a little bit like this poor little guy. No one left to water it. Oh, the irony. Also wir haben ja eine Batterie. Ach, da komme ich jetzt auch nicht mehr rein, wa? It's a rec room. The door's locked. How to get inside? Komm ich wenigstens hier rein? Nope, not the time, Emily. Auch nicht. Und hier werde ich auch nicht rauskommen? We're not finished here. This isn't just any old supply run. We have to find something for Vera's fever. Ja, und hier komme ich mit Sicherheit auch nicht rein. I'm guessing I can use the terminal to unlock the warehouse door. The hard part, I'll be getting it working again. Okay, was ist denn hier mit dem Computer? Hello, Mr. Cash Register. How's retirement treating you? Aber wir haben ja hier auch nichts übersehen. Hey Park, what have we got? Total mess. I guess we weren't the first ones to hit the pharmacy. They took everything, except for these appetite suppressants. Hallelujah, our prayers have been answered. All right, let's keep going. No, it's not gonna work. There has to be another way. Think. Hm. Oh, hier ist doch weiter nichts. Have to find a way to move this shelf. Ja, wie willst du denn das Regal bewegen? Da komme ich nicht ran. Raus kann ich vielleicht nicht. We can't leave yet. Olga's counting on us to find something for Vera's fever. So, und hier in den Kisten liegt ja auch gar nichts. Hm, kann ja nur hier irgendwas sein. So, das hat hier keinen Sinn. Komisch. Das kann ich nicht verwenden. Looks like a few parts are missing. Aber ich hab davon eh eine Batterie aufgenommen. The back door is already unlocked. Could be useful if we need to cut and run. Komisch, ich kann nichts mehr weiter nutzen. I can't get this open on my own. Maybe the fire alarm? Nope, bad idea. That would bring a lot of unwanted guests. Hm. Hier ist doch nichts weiter, ey. Computer kann ich nicht nutzen. Und sowas wie ein Inventar habe ich wahrscheinlich gar nicht. Hm. Maybe the music helps him keep the bad thoughts at bay. Whatever it is, he's changed. He's friendly. Positive. Komisch, ey. No, it's not gonna work. There has to be another way.
Think. Have to find a way to move this shelf. Komisch, das versteht nicht. Still quiet so far, but we have to hurry. Inhalator. Ja, toll. Aber was bringt mir das jetzt? Looks like a few parts are missing. So, da oben haben wir eh eine Sache gefunden. Aber hier ist weiter nichts. Ach da, oh, Stromzufuhr. Oh Gott. Es kann so simpel sein, aber das ist einfach bei den Spielen so. Wenn du ein neues Spiel hast, ey, du weißt nicht, was du machen sollst. Und dann suchst du halt wie ein Blöder. Habe ich einfach nicht gesehen. It's alive. Nice work, Emily. Das habe ich einfach nicht gesehen. Tut mir leid. Anrufe, E-Mail, Chat, Sicherheit. Anrufe nix. E-Mail. Missing Text. Missing Text, okay, gar nichts. Der Chat. Lana 86, schlechte Nachrichten, Jesse. Was ist los? Versprichst du nicht böse zu werden? Was ist passiert? Misa hat deinen Lieblingsbecher kaputt gemacht, aber es tut ihr sehr leid, weißt du? Denn mit dem Kalender... Ich nehme das auf meine Kappe. Ich war spät dran und habe vergessen, ihn abzuwaschen. Sorry. Hey, warte. Dann habe ich sie völlig grundlos bestraft. Das wirst du wieder gut machen müssen. Sie sitzt schon den ganzen Tag in ihrer Box und würdigt ich keines Blickes. Missing Text. Ist ja ein Bombendeutsch, ey. Sicherheitskontrollzent. Sicherheitssystem ist online. Sicherheitssystem deaktivieren. Wie gesagt, das Spiel ist von den Russen. Kann sein, dass das Spiel noch da oder da ein bisschen buggy ist. Wie gesagt, worum es in das Spiel geht, entnimmt ihr bitte in der Videobeschreibung. So, what have we got here? Ja, da war ein russischer Text. Ja, das ist noch nicht ganz eingedeutscht alles. Habe ich irgendwo auch gelesen bei YouTube. No good. Out of reach. Das ist noch nicht ganz perfekt. Surprise, out of order. Ja, natürlich, außer Betrieb. Ist ja kein Strom da. Wer ist er denn? This thing's been lying here for a long time. Einfach liegen lassen, weil er hat wahrscheinlich auch keinen Strom mehr. Batterie. Topcar. Ja, das erinnert mich sehr, sehr stark an Detroit. Weil das ist nämlich genauso aufgebaut. Start und den führenden Flugautoherstellern infizierte Tauschprämie für Altfahrzeug ist ein voller Erfolg und trägt überaus effektiv dazu bei, unsere Straßen von den
umweltschädlichen Auswirkungen und Gefahren, die durch Verbrennungsmotoren und Bodenfahrzeuge verursacht werden. Kann man das ein bisschen drehen? Ja. Die Ergebnisse kommen nicht ganz überraschend, sowohl für die Verbraucher als auch für die durch die Inzahlungnahme bis zu 70% des Einkaufspreises einsparen. Sowohl durch Bodenfahrzeuge verursachte Luftverschmutzung als auch die Unfallgefahr ist seitdem rapide gesunken. Nach neuesten Erhebungen sind nur noch 25% der Autofahrer im Besitz der vorsintflutlichen Vehikel, meist Landbewohner und Bauern. Bei dem jetzigen Tempo dürfte es nicht mehr lange dauern, bis jede Familie über ein eigenes Flugauto verfügt. In diesem Zusammenhang ist auch erwähnenswert, dass die Hälfte der aktuell genutzten Flugautos über die neueste Technologie gebeutet werden kann. Ah, okay. Ja, wer weiß, ne? Wenn man jetzt mal so... Ist jetzt ein bisschen grob geschätzt. Wenn man jetzt mal so ein bisschen 50 Jahre weiterrichtet oder 60 Jahre, 70 Jahre... Kann es gut möglich sein, dass Autos fliegen können? Was denkt ihr? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ob das vielleicht möglich ist, dass Autos mal fliegen könnten? Was ist eure Meinung dazu? Das würde mich mal interessieren. Ob Autos später wirklich fliegen können? Damn it, it's locked. But I'm guessing the key can't be too far away. Maybe inside the drugstore? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil stellt euch jetzt mal vor, jetzt so in der Großstadt Berlin. Right. No power. Das wäre ein bisschen krass. Ich hab nur zwei Batterien gefunden? Really? What? Okay, wir müssen versuchen, hier den Glasschrank aufzukriegen, weil da sind Tabletten drin, die wir brauchen. Wir brauchen den Schlüssel und wir brauchen Strom. So, und die hat gesagt, wir brauchen den Schlüssel irgendwie aus der Apotheke, aber hier waren größtenteils, habe ich jetzt hier auch keinen Schlüssel gesehen in der Apotheke. Vielleicht hier drunter, aber das Regal können wir überhaupt nicht bewegen. Aber sie hat gesagt, der Schlüssel kann ja nicht weit sein. Nope, not the time, Emily. So, da komme ich noch nicht rein. Nur für Personal. So, wir können ja hier mal in Ruhe gucken. Siehst du, was liegt denn da unten? Ein Portemonnaie, aber wir können auch nichts weiter einsehen, außer ein bisschen Bargeld ist drin. Finders Keepers? So, wir gucken hier mal in jedes Regal. Hat der Roboter nicht, der Roboter da vielleicht nicht eine Batterie? Was soll ich denn mit der Zahnbürste, ey? Dachte, das wäre der Schlüssel. Was ist das hier, so ein Transformator oder was? Der hat doch bestimmt eine Batterie drinne hier. This thing's been lying here for a long time. Aber da kann ich auch nichts machen. Keine Batterie hier irgendwie in Sicht. Right.
No power. Ja, funktioniert nicht, ist klar. In den Kisten, ne? Hier kann ich auch weiter nichts machen. There's something pleasant about the rustling of paper and the smell of faded ink. Ich würde einfach einen Schraubenzieher nehmen und das Ding hier aufknacken. Damn it, it's locked. But I'm guessing the key can't be too far away. Maybe inside the drugstore? In der Apotheke war ich ja. Aber wo soll denn da ein Schlüssel sein? Ah, alles klar, okay. Ich hab nicht mehr an der Tür gedacht. Alzheimer lässt grüßen. Grüße gehen raus. Hey, little buddy, why so quiet? No one to play with? Oh, ein Würfel. I can't imagine living on the run when you can't even walk. Still, I guess that's why they chose to hunker down here. All this useful stuff. Whatever the case, and whoever they were, they couldn't stay hidden forever. There's a lot of things I missed from before, but the idiot box isn't one of them. Kein Signal. Finding this drugstore was a godsend. Luckily, it has some more of the meds Justin needs. Although, let's be honest, a wheelchair is already pretty much a death sentence in this city. Thankfully, this place is the perfect place to hole up. Might even stay a while. Food could become a problem, since the closest store is 3 blocks away, but Justin's safety has to come first. I've been going from time to time to scout out the area, praying they don't spot me. Turns out the commotion I heard yesterday was a group of people trying to hide here. Nothing but former survivors now. You know what? Everything worked out. They made a bunch of racket in the sales area, but I just shut the door and they never even knew we were here. Schade, leider nur in Russisch. Notiz hinzugefügt. Ja, aber könnte es sein, Chinesisch, Japanisch, Thailändisch. Maybe Brian could hack the safe, but I'm not getting it open without a key. So, da ist die Batterie. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal die Batterie einsetzen. Ah, doch ein geiler Arsch. So, werden wir erstmal die Batterie da einsetzen. So. Scanner off, Scanner off, Scanner off, Scanner off. So, dann hauen wir die Batterie Rinder in den Schlitz. All the batteries have been placed. Strom kommt. Fingers crossed. Power failure. Restarting the alarm system. Oh, door locked. Oh shit. No, 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 no. System error. Park? Park? Okay, this is not good. Ach du Scheiße. Der scannt jetzt den ganzen Raum. Ganz beschissen. Jetzt müssen wir hier versuchen, erstmal rauszukommen. Park, where are you? What the? The alarm. Disable it using the manager's computer. Damn. On the way. Quick.
Entschuldigung für die Maus. Just wait. Weil manchmal habe ich den Mauszeiger im Spiel drin in der Mitte. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den jetzt gesehen habt. Das weiß ich jetzt nicht. What the hell is he? This is getting bad. Der soll da mal ein bisschen hinne machen. Again. Okay, this sucks. Scanner off. You all right, Em? Hat er gut gemacht. Geiler Hacker. I'm fine. I just need a sec. You sure the alarm will stay off? I guess. Anyway, it's off now. Just shout if you need me. Stupid fridge. I should try again. Ah, nochmal den Hebel ziehen. Das wird nicht funktionieren. Suddenly I've got chills running down my spine. Yes, it worked. So. No good. Out of reach. Wie zu... Achso, ja. Man muss... was braucht die denn? Das da oben und das da unten rechts. Okay. So, das ist jetzt ganz oben. Drehen kann ich's nicht. So, eins hätten wir schon mal. Magnetschlüssel. Und das muss natürlich auch wieder hoch. Jawohl, Ski. Painkillers. Bingo. These will come in handy for sure. Hat sie das Schmerzmittel jetzt mitgenommen? So, komme ich jetzt hier durch? So, da kann ich nichts machen. Hey! I found this. Thought it might be, you know, useful. Great. I've been scared to check, but I think the one I've been using is on its last legs. So, und er könnte mir mal den Safe da knacken. I should let him focus. Ach, hier musst du wirklich alt alleine machen. Here goes nothing. Cooler Schlüssel. Eingabe. Bewege die Teile, bis die Summe aller Zahlen an den Seiten der Dreiecke der Zahl im Inneren entspricht. Okay. Bewege die Teile. Ah, okay. Bewege die Teile, bis die Summe aller Zahlen an der Seite der Dreiecke der Zahl im Inneren entspricht. Ach du Scheiße, ey.
Na, das wird ja eine Scheiße. Wie ist denn das gemeint? Also sie... Fünf und das ist... Ja, das funktioniert auch nicht. Das muss man erstmal verstehen, So, 2, 4, 7 wird nicht gehen. Ach, scheiße. Fünf. Eins und fünf, ne. Ach Gott, Alle Dreiecke müssen wahrscheinlich grün sein, ne? Oh shit, ey. So, 4-1, ne. Boah, shit, ey. Bewege die Teile, bis die Summe aller Zahlen an den Seiten der Dreiecke der Zahlen... 5, 18, das wären 13. 4, 8, 10, auch 13. 4, 8, 9, 12. 3, 5, warte mal, 8, 10, 13. 4-2, ne. Ja, das ist ein bisschen kompliziert hier. Boah, ey. Wie soll denn das gehen, ey? Oh Gott, ey. Okay, Taschenlampe haben wir auch. Here goes nothing. I can use that key I found. There has to be something useful inside. Nochmal von vorne. Ich muss jetzt irgendwie... Oh, das verstehe ich nicht, ey. Das ist mir ein bisschen... Bewege die Teile.
4, 7. Warum ist es jetzt 10? Das verstehe ich nicht. Ist heute ja zweimal eine 10 drin. Ich denke mal, das werde ich nicht so leicht rauskriegen. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Also haut da rein und bis dann.